Hi Leute und herzlich willkommen zurück zu einer Runde von Starshine Legacy und das Schicksal der Seelenreiter. Wir starten rein und werden sehen, wie es weitergeht. Das war ein seltsamer Tag. Alex ist sich sicher, dass Katja beim Rennen geschummelt hat. Nie und nimmer hätte sie es nach Scarecrow Hill und zurück schaffen können, ohne dass Alex ihr unterwegs begegnet wäre. Und seit Katja ihn auf die Stirn geküsst hat, verhält sich auch James so merkwürdig. Irgendetwas stimmt nicht in Jorvik. Ich bin sicher, dass Katja gestern geschummelt hat. Sie kann doch unmöglich schnell auf den Hügel und wieder zurückgeritten sein als ich. Okay. Ich muss ans Telefon gehen. Das ist meine Mom. Alex, ich bin froh, dass ich dich erreiche. James ist verschwunden. Er ist nicht auf seinem Zimmer. Und ein paar von seinen Klamotten sind auch weg. Wir haben ihn schon überall gesucht, aber keine Spur von ihnen gefunden. Halte die Augen offen und ruf sofort an, wenn du ihn findest. Okay. Wo James bloß steckt, ist doch gar nicht seine Art, einfach so verschwinden. Mitten in der Nacht, Mom und Dad müssen sich schreckliche Sorgen machen. Ich nehme Tikan und mache mich auf die Suche. Ich muss die anderen fragen, sie stehen da drüben. Vielleicht wissen sie ja etwas. Hör mal kurz zu. James, mein kleiner Bruder, ist verschwunden. Ich hatte so ein Gefühl, dass was nicht stimmt. Ich muss dir etwas sagen, was dir helfen könnte, deinen Bruder zu finden. Und was ist das? Es hört sich etwas merkwürdig an. Ich weiß nicht, ob du das verstehen kannst. Ich weiß etwas. Nimm meine Hand, dann wirst du verstehen. Keine Angst, ich zeige dir eine Vision. Dein kleiner Bruder hat jetzt eine neue große Schwester. Er wird niemals zu dir zurückkehren. Haha, hast du wirklich geglaubt, dass es bei unserer Wette nicht zu gewinnen gibt? Es gibt immer etwas zu gewinnen und zu verlieren. Und du hast verloren, aber ich gebe dir noch eine letzte Chance. Große Schwester, du kannst deinen kleinen Bruder wieder haben, aber es wird dich etwas kosten. Gib mir dein Pferd Tikan, dann bekommst du James zurück. Wir treffen uns an der Teufelsschlucht, der Felsformation im nördlichen Teil der Insel. Du kannst den Ort und beeil dich, oder James ist für immer verloren. Oh, ergibt das für dich einen Sinn? Oh, das war das denn? Ich habe James gesehen und diese fiese Katja. Ja, das war eine Vision. Ich verfüge über diese Kraft. Auch Nisa und Anne besitzen besondere Kräfte, aber du scheinbar nicht. Das finde ich irgendwie seltsam. Aber was können wir machen? Den Erwachsenen können wir das nicht sagen. Die würden uns das nicht nie glauben. Ich weiß, mit wem wir darüber reden können. Lass uns Hermann suchen. Hermann, du musst mir helfen. Linda hat eine Vision von Katja und die James an einen schrecklichen Ort gefangen hält. Sie verlangt, dass ich ihr Tikan gebe als Austausch für James. Ich habe es auch gesehen und ich denke, Alex will es ebenfalls über natürliche Kräfte, aber sie haben sich noch nicht manifestiert. Was sollen wir machen? Oh je, das hört sich ja schlimm an. Katja will Tikan für James. Und sie will dich zur Übergabe an die Teufelsschlucht treffen. Du darfst dann
noch nicht hingehen. Ich denke, du solltest auf die Waldlichtung reiten und Fripp suchen. Er kann dir bestimmt helfen. Fripp, wer ist das denn? Ein sehr weiser Freund. Ich glaube, er weiß sehr viel über die Gefahren, die auf dich lauern und das und was du machen kannst, um da heil herauszukommen. Okay, ich reite mit Tikan zu der Lichtung. Ich hoffe nur, dass du recht hast, Hermann. Dieser Weg führt zur Lichtung. Besonders sicher sieht der aber nicht aus. Ich muss sehr vorsichtig sein und auf dem Weg liegende Felsbrocken und ungeschützte Bäume achten. Okay, was kommt jetzt? Ich muss wohl halten lassen. Oh nein, da hat gerade die... Okay, jetzt dreht sich Zika an. Was wird das? Ich muss aufpassen, hier stimmt was nicht mit der Steuerung. Irgendwie haut meine Steuerung nämlich nicht richtig hin. Okay. Hier am besten sehr langsam an so einen Stellen vorbei. Oh, ich wusste nicht, dass hier was zu springen ist. Dann noch einmal das Ganze. Ich will mal gucken. Nein, da kann Tika nicht springen. In dieser Stufe. Das wollte ich nur mal testen.
Okay. Einfach gerade auf dem Weg bleiben. Okay. Das war wohl nix. Glaub, ich musste irgendwo runter. Wo ist die Treppe? Dort. Ich darf einfach rüberspringen. Gut, ich versuch's, aber es muss irgendwie eine eigene Möglichkeit da unten runterzukommen. Okay, ich hab's geschafft. Und hier ist der Ort. Sonst hätte es eine Möglichkeit gegeben, runterzukommen, wenn ich, sagen wir mal so, das Fripp. Okay, ist also die Lichtung und hier soll ich ein Geheimnis von Fripp finden. Merkwürdig. Das Einzige, was ich hier sehe, ist ein großes Eichhörnchen. Ich bin kein großes Eichhörnchen, ich bin Fripp. Ich bin der Freund der Seelenreiter und ich bin auch dein Freund, Alex. Komm hier zu mir, ich rede mit... Und rede mit mir, Alex. Schon krass, wie so Fripp mit der Zeit verändert haben. Es ist an der Zeit, dass du von deinen verborgenen Kräften erfährst, Alex. Ich bin Fripp, der Wächter über uralte böse Mächte. Die Mächte werden bald ausbrechen. Also begann vor tausend von Jahren, als ich und meine Gefolge von Galaxie zu Galaxie reisten. Wir hatten einen schrecklichen Fracht bei uns. Ein Monster, eine Kreatur namens Garnok, die das absolut Böse verkörperte und die in unserer Gewalt war. Unser Plan war, bis an Ende aller Galaxien zu reisen und Garnok dort für immer einzusperren, zurückzulassen als Strafe für seine abscheulichen Taten. Aber dann gelang Garnoks Handlanger die Flucht. Und sie versuchten, unser Raumschiff in ihre Gewalt zu bringen. Hier über Jorvik sind wir abgestürzt. Und unser Raumschiff liegt nun tief auf dem Meeresgrund für Aeonen, versanken wir in Vergessenheit. Wächter wie Gefangene, bis wir allmächtig wachten und uns wieder gewahrt wurden. Ja, wir waren Garnok und seine Generäle sind immer noch im Raumschiff gefangen, aber die Generäle versuchen alles, um ihre Anführer aus seinem Gefängnis zu befreien. Krass. Aber wenn die am Meeresgrund gefangen sind, wie können sie dann im Jorvik herumwandern?
Diese Kreaturen sind nicht menschlicher als Natur. Sie besitzen Kräfte, die du dir nicht vorstellen kannst. Die Generäle haben mentale Kräfte, die sie befähigen, sich in anderen Gestalten in Jorvik zu bewegen, zum Beispiel als Mr. Sands, als Jessica und als Katja, aber bis jetzt konnten sie noch nicht ausrichten. Wir waren insgesamt 4 Wächter und jeder von uns verkörperte ein, der Riegel hinter den Garnox Gefangenen gehalten wurde. Wir haben deshalb 4 Menschen auserwählt, die unsere Kräfte teilen. Wir nennen sie Seelenreiter. Sie alle haben jeweils eine spezielle Aufgabe zu erfüllen, um das Böse abzuwenden. So kann eine die Vergangenheit und in die Zukunft sehen und die eine andere vermag sich zwischen verschiedenen Bewusstseinsebenen zu bewegen. Eine weitere verfügt über die Gabe, Leben zu geben. Und die 4. hat die Fähigkeit, alles zu vollenden. Ja, Alex, das bist du. Die Seelenreiter hatten immer einen Meister. Eine Kriegerin, der die finsternden Kräfte von Garnok bekämpfen wird. Du besitzt die Macht des Seelenkämpfers. Das ist eine sehr verantwortungsvolle Aufgabe und eine Kraft, die viel Umsicht erfordert. Sie darf nie zur Anwendung kommen, außer es gibt absolut keinen anderen Ausweg. Okay. Und dieser Meister soll also ich sein, diese bedeutende Krieger gegen das Böse, aber ich weiß doch überhaupt nichts davon. Jetzt wirst du lernen, wie du deine Seelenreiterkräfte benutzt. Als allererstes wählst du die Kraft benutzt, existierst du in 2 Welten gleichzeitig. Du leitest die Seelenreiterkräfte aus einer anderen Dimension in dieser Welt hier. Du kannst die Kräfte gezielt einsetzen, schaue nur in die Richtung, in die du schießen möchtest. Konzentriere dich auf das Ziel und entlade die Kräfte. Drücke dazu die linke Maustaste. Deine Kräfte müssen sich zwischen den Schlägen aufladen. Das dauert jeweils ein paar Sekunden. Versuche es. Okay, wir müssen uns also vorbereiten. Gut, Alex, du musst das ziehen. Ein paar Zielobjekte werfe ich dir vor den Steinsäule. Auftauchen hier. Ziel darauf, triff sie mit einem Seelenreiterkräften, bis alles Objekte weg sind. Was? Fangen wir an. Aber wie mache ich denn das? Sehr gut, Alex, aber das waren nur harmlose, verstehende Objekte. Werde anspruchsvolle Zielobjekte kommen lassen und den du üben kannst. Du wirst jetzt einige Schattengestalten aus Dependoria gegenüberstehen, dass sie außerhalb ihrer Welt sind, können sie dich hier nicht verletzen. Probier deine Seelenreiterkräfte jetzt an diesen wirklichen Zielobjekten aus.
Einladung der Seenreiterkräfte abgeschlossen. Gut gemacht. Ich glaube, du hast deine Kräfte jetzt unter Kontrolle. Aber denk daran, sei vorsichtig, du deine Kräfte benutzt. Es gibt Feinde da draußen, die über eben solche Kräfte verfügen. Viel Glück, Alex. Okay, dann haben wir das Kapitel wohl geschafft. Dann erstmal bis zum nächsten Mal. Und auf Wiedersehen.